Hallo Leute, ich habe heute ein Aufgebraucht-Video für euch und zwar habe ich wieder ein paar Sachen leer gemacht, wo ich denke, dass sie einfach ganz interessant für euch sein könnten. Und ich würde sagen, wir legen los. Zuerst habe ich mal mein Make-up aufgebraucht und zwar ist das von Catrice, das All Matte Plus in der Farbe 010 Light Beige. Und ich finde, dass es von der Farbe her relativ gut zu meinem Hautton passt, weswegen ich das auch gekauft habe. Manchmal muss ich es noch ein kleines bisschen heller mischen, aber passt es eigentlich schon ganz gut. Und das ist auch definitiv ein Nachkaufprodukt. Ich meine, ich habe jetzt gerade noch eine andere Foundation, die ich erst noch leer machen möchte, aber danach wird das hier wieder gekauft. Wobei ich sagen muss, dass es nicht wirklich matt macht, zumindest nicht bei mir. Aber deswegen habe ich es auch nicht gekauft und von dem her bin ich nicht enttäuscht, sondern bin damit sehr zufrieden. Dann habe ich hier noch zwei Badezusätze. Klar, die sind nach einem Mal direkt aufgebraucht, aber ich habe gedacht, ich stelle euch mal vor, weil ich dazu definitiv was sagen kann. Und zwar habe ich hier einmal von der Dresdner Essenz das Winterbad. Das riecht einfach mega, mega gut. Ich glaube, das gibt es jetzt nicht mehr. Ihr müsst mal gucken im DM. Auf jeden Fall ist hier auch eine Duftprobe, da müsst ihr unbedingt mal dran riechen. Im Winter gibt es, nehme ich mal an, wieder auf jeden Fall. Und es riecht einfach mega gut und danach riecht das ganze Bad danach und das will ich auf jeden Fall wieder haben, wenn es das gibt. Und dann habe ich hier noch von Alverde das Schaumbad Seifenblasentraum. Das habe ich in die Wanne gegeben und dann kam kurz ein bisschen Schaum, wenn man das Wasser noch einfließen lässt. Und nach 5 Minuten ist einfach gar nichts mehr da und da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, es war kein Schaum, obwohl es ein Schaumbad ist. Dann habe ich einen Tee leer gemacht und ich glaube, der Name sagt irgendwie fast jedem was, weil irgendwie jeder Instagrammer, jeder YouTuber, alle trinken diesen Tee und dann musste ich den natürlich auch ausprobieren. Und der ist jetzt schon etwas länger leer. Ich habe den, glaube ich, schon über Weihnachten gehabt und habe ihn dann auch innerhalb von 1,5 Monaten leer getrunken. Aber ich wollte ihn euch mal zeigen, weil der ja sehr viel verspricht. Angeblich soll man davon abnehmen, man soll davon weniger aufgebläht sein, man soll einen höheren Stoffwechsel haben und ich muss sagen, das Aufgeblähtsein stimmt auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, dass ich einfach nicht mehr so aufgebläht bin, wenn ich den jeden Tag trinke. Aber übers Abnehmen kann ich euch halt leider nichts sagen, weil ich mich nicht regelmäßig wiege und ich das auch eigentlich gar nicht will, weil ich nicht wissen will, ob ich zu oder abnehme. Hauptsache ich fühle mich halt wohl und ja, da hat der aber schon ein bisschen zu beigetragen, weil wenn man nicht aufgebläht ist, fühlt man sich natürlich wohler. Deswegen finde ich den schon mal sehr, sehr cool und er hat auch sehr gut geschmeckt. Dann habe ich noch zwei Parfums aufgebraucht, auch schon etwas länger, die stehen jetzt gerade etwas rum bei mir. Aber ich wollte es euch noch zeigen, und zwar ist das einmal das von Lancôme, das Miracle oder wie auch immer. Und das ist, ich kann Düfte ganz schwer beschreiben, aber es ist so ein sehr damenhafter Duft, würde ich sagen. Und von Escada Especially, der riecht ein bisschen frischer, aber auch trotzdem ladylike. Also da überlege ich mir auch wirklich, ob ich den nachkaufe, weil ich so frische Düfte einfach total gern mag. Und ja, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt habe ich noch drei Sachen des normalen Alltagsverbrauchs. Und zwar ist das einmal ein Deo. Das habe ich, glaube ich, in anderen Aufgebraucht-Videos auch schon gezeigt. Das ist von CD, das Deo mit Wasserlilie, also mit dem Geruch Wasserlilie. Und das benutze ich eigentlich schon seit Ewigkeiten und ja, da mache ich immer mal wieder eins leer. Und dann habe ich noch meinen Make-up-Entferner für wasserfestes Augen-Make-up. Ich habe mittlerweile echt so viele durchgetestet und immer wieder komme ich auf den zurück, weil ich damit einfach das Make-up am schnellsten wegkriege. Und ja, den werde ich auch definitiv nachkaufen, beziehungsweise den habe ich schon nachgekauft. Und dann habe ich hier noch eine Mascara, die kennen, glaube ich, auch fast alle. Und zwar ist das die so gehypte Clemadol-Mascara von Catrice. Und zwar in der wasserfesten Variante. Und die ist schon wieder nachgekauft. Und die ist einfach preis-leistungsmäßig bombenmäßig. Also ich kann die wirklich weiterempfehlen. Ich finde, die trennt die Wimpern schön, die macht schön lange Wimpern und ja, ich finde, dafür muss man keine 10, 12 Euro ausgeben, sondern die tut es völlig. Die kostet, glaube ich, um die 4 Euro und ja, definitiv eine Weiterempfehlung. Das war's auch schon mit dem Video. Ich weiß, es war sehr kurz, aber dafür knackig.
Und schaut doch mal in die Infobox vorbei und lasst mir einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!